Die alte Hofhaltung. An der Stelle der alten Hofhaltung befand sich ursprünglich das Castrum Babenberg, die Kaiserpfalz von Kaiser Heinrich II. Nachdem Heinrich 1007 das Bistum Bamberg gegründet hatte, wurde die Anlage vermutlich von den Bischöfen als Wohnsitz genutzt. Nach einer Brandkatastrophe im Jahr 1185 entstand ein einstöckiger Palas. Dieser wurde im 16. Jahrhundert durch den Bau der Ratsstube im Stil der Renaissance ersetzt. Für den Zugang zum Innenhof schuf der Bildhauer Pankras Wagner ein Prachtportal. Es trägt zu Recht den Namen Schöne Pforte. Auf dem Relieffries sieht man in der Mitte die Mutter Gottes. Im Hintergrund sieht man den Dom. Maria wird flankiert von den Heiligen Petrus, Georg, Kunigunde und Heinrich. Die beiden liegenden Figuren stehen für die Flüsse Main und Regnitz. Man beachte den Putto, wie er der Regnitz in die Zehe zwickt. Der Innenhof wird von spätgotischen Fachwerkbauten mit Laubengängen gefasst. Rechts vom Hofeingang befindet sich die Doppelkapelle. Ihr unterer Teil, die Thomaskapelle, stammt aus dem 11. Jahrhundert und wurde 1020 von Papst Benedikt VIII. Geweiht. Beim Brand des Doms 1185 wurde auch dieser Teil der Bischofsresidenz in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin setzte man auf die vorhandene Thomaskapelle die Katharinenkapelle. Deutlich ist an den unterschiedlichen Fassaden erkennbar, wie im Laufe der Jahrhunderte wiederholt versucht wurde, den Hof durch Um- und Anbauten neu zu gestalten. Mit der Einrichtung der Ratsstube links der schönen Pforte wurden die Bauarbeiten beendet. Als unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn Anfang des 18. Jahrhunderts die neue Residenz ausgebaut wurde, sollte die alte Hofhaltung abgerissen werden, um Platz für einen zusätzlichen Flügel zu schaffen. Aufgrund des Spanischen Erbfolgekrieges waren jedoch die Kassen leer, sodass die Mittel für einen Erweiterungsbau fehlten. Am 21. Juni 1208 war die alte Hofhaltung Schauplatz eines grausamen Mordes. König Philipp von Schwaben, der jüngste Sohn von Kaiser Barbarossa, war nach Bamberg gekommen, um an der Hochzeit seiner Nichte Beatrix von Burgund mit Herzog Otto VII. Von Meran teilzunehmen. Nach der Trauung zog er sich zurück in seine Gemächer. Dort suchte ihn Otto VIII. Von Wittelsbach, bayerischer Pfalzgraf und Vertrauter Philipps, auf, um ihn mit dem Schwert zu ermorden. Man ging zunächst davon aus, dass Otto nicht als Einzeltäter gehandelt hatte. Gleich mehrere Regenten und sogar der Gastgeber, der Bamberger Bischof Egbert, standen unter dem Verdacht, an einem Komplott beteiligt gewesen zu sein. Zu allem Überfluss starb wenige Wochen später Philipps Ehefrau bei einer Fehlgeburt. Der Innenhof bildet im Sommer den Rahmen für die regelmäßig abgehaltenen Calderon-Festspiele. In den Gebäuden ist heute das Historische Museum Bamberg untergebracht. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.